So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den Robert hier mit seinem Land Rover Defender 110 und den wollen wir euch jetzt mal kurz vorstellen. Sehr, sehr zufrieden. Bisher keine Schäden feststellbar und es erfüllt genau den Zweck, den es erfüllen soll. Das Aufstellen ist denkbar einfach. Ich habe auf der rechten, hier auf der linken Seite, habe ich jeweils ein Latch, was geöffnet werden muss, zwei Velcro-Straps, dann einen kleinen Kick. Damit ist das Dach aufgestellt und zusätzlich kann ich mein Bett mit einer leichten Armbewegung nach oben verschieben und habe damit absolute Stehhöhe bis in den vorderen Bereich. So, im Innenausbau habe ich zwei Materialien verwendet. Zum einen das helle Material ist Aluminium D-Bond und das etwas dünkere Material ist Multiplex-Platten. Der Grund dafür, dass ich Alu-D-Bond verwendet habe, ist reine Gewichtsgründe. Ich war mit diesem Material war ich in der Lage, diesen Küchenzeil, die ich euch gleich vorstellen möchte, ca. 20 Kilo leichter zu bauen. 20 Kilo bedeutet für mich 20 Kilo Wasser eventuell. Die Küchenzeile als Teil meines Wohnmobils. Dieses Auto ist als Wohnmobil eingetragen. Ihr kennt das. Ich habe hier ein Spülbecken, einen kleinen Wasserhahn mit Pumpe, einen Weißwassertank und einen Grauwassertank, je 15 Liter, hinter diesen beiden unteren Klappen. Dann im Weiteren habe ich hier einen kleinen Tisch, den ich für diverse Angelegenheiten nutze. Hier im mittleren Bereich habe ich zwei Boxen, in denen sich meine Klamotten befinden. Im hinteren Bereich habe ich rechts eine Box, die sowohl Sitzbank als auch Stauraum ist. Für den Fall, dass es stark stürmt oder deutlich regnet. In diesem Fall würde ich dieses Hubdach nicht aufstellen, einfach aus Geräuschgründen, weil bei viel Wind dieser Canvas doch etwas Windgeräusche gibt. In diesem Fall schlafe ich im Innenraum und nehme einfach diese Platte und packe sie hier dazwischen, habe dann von vorne bis hinten eine ebene Fläche, auf der ich dann auf einer Luftmatratze, die selbst aufblasend ist, bequem schlafen kann. So einfach wie die Platte rausgenommen ist, geht sie wieder rein und ich habe wieder zurück. Hier auf der rechten Seite haben wir meinen Kompressorkühlschrank, 35 Liter. Ich bin sehr zufrieden hiermit und ein Kompressorkühlschrank, ich kann das nur jedem Reisenden empfehlen, sich ein ausreichend gutes Modell zu installieren, damit zum einen die Lebensmittel kalt bleiben und zum anderen, dass die Energie, die vom
Solardach kommt, gut genutzt wird. Das Solardach im weitesten powert nur meine Kühlbox, wie auch meine Batterien für meine Kamera. Und ja, das reicht für mich, für meine Bedürfnisse durchaus alles raus. So, Robert, erstmal vielen Dank, dass du uns hier rumgeführt hast, uns deinen Land Rover Defender 110 gezeigt hast. Du nimmst den Hauch richtig hart ran, du bist ja mehr Offroad-Fahrer, du lebst ja nicht nur da drin, sondern nutzt es auch als Werkzeug. Gibt es was du an dem Defender verändern wollen würdest? Ehrlich gesagt, Benny, ich bin mit diesem Fahrzeug sehr, sehr mit zufrieden. Die einzige Angelegenheit, die ich durchaus umändern würde, wäre im Innenausbau. Und das ist nur eine Kleinigkeit. Ich würde meinen Kompressor-Kühlschrank würde ich in einer Art und Weise bauen, dass ich ihn aus dem Auto rausziehen könnte. Was wesentlich, wesentlich einfacher ist, zu gucken, was habe ich noch drin, Waren rauszunehmen, Waren reinzunehmen. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich am Ausbau ändern würde. Alles andere würde ich so lassen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch gemeinsam kurz an, wie es vorne drin ausschaut, weil auch vorne gibt es einige Dinge, die wir gerne sehen wollen würden. So, hier sind wir im Innenraum meines Defenders 110, Land Rover spezifisch. Die Batterien sitzen unterhalb des Fahrersitzes. Im Fußbereich sind meine beiden Hauptabsicherungen des Batteriesystems. Einmal eine 200 Ampere Schnellsicherung und dann hier ein Killschalter, um auch bei Containertransport das ganze Fahrzeug stromlos zu halten. Als externen Stromauslass habe ich hier sogenannte Anderson Plugs. Dieses Stecksystem kommt aus Australien. Der Vorteil hier ist, dass wir die Pole sind silber beschichtet, das heißt, ich habe keine Gefahr von Rost und sie sind sehr, sehr eng liegend, sodass ich auch einen ganz geringen Übergangswiderstand habe. So, als Sitze habe ich sehr komfortable Traveler-Sitze installiert mit Lendenwirbelverstellung. Aber was mir durchaus gestattet, auch nach längeren Fahrten einigermaßen problemlos aus dem Sitz auszusteigen. Dann das große Defender-Lenkrad musste einem kleineren und dickeren Lenkrad weichen. Dann rechts vom Lenkrad sitzt das IBS-Batteriemanagementsystem, sodass ich jederzeit in der Lage bin, zu kontrollieren, wie der Ladezustand aller Batterien ist. Dann im Weiteren, zwischen den Sitzen, ist eine Cubbybox. In die Cubbybox integriert habe ich meine Hauptschalter mit LED-Anzeige, sodass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, welche Aggregate ein- oder ausgeschaltet sind. Unterhalb der Cubbybox befindet sich meine Dieselheizung. Je nachdem, in welchem klimatischen Raum ihr unterwegs seid, ist eine Heizung für den Innenraum unerlässlich. So, dies ist mein komplettes Cockpit, was vervollständigt wird durch mein iPhone und mein iPad. Auf beiden Geräten laufen unterschiedliche Navigationssysteme.
Wie alle Overlander benutzen wir hier in Nord- und Südamerika iOverlander mit einer Kombination mit Maps.me als Navigationssoftware. Diese beiden Apps sind auf diesem Gerät installiert. Sollte es in den Offroad-Bereich kommen, wo ich eine höhere Genauigkeit brauche, dann verwende ich mein iPad. Auf dem iPad läuft Gaia GPS, auf dem ich digitale topografische Karten im sehr, sehr genauen Maßstab wiedergeben kann und dadurch offroadmäßig navigieren kann. So, weiterhin keine fancy Angelegenheiten im Cockpit. Ich habe versucht, alles so simpel wie möglich zu gestalten, sodass Reparaturen zu einem Minimum werden. Wir haben hier einen professionellen Fotografen. Und wie kann man dich denn erreichen? Das ist ganz einfach. Auf meiner Homepage gooverland.net. Ihr werdet mich vergeblich auf Facebook, vergeblich auf Instagram oder ähnliches Social Media suchen. Dort bin ich nicht präsent. Nur auf meiner Homepage gooverland.net. Super. Schauen wir gleich mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, schaut doch unten in die Beschreibung rein. Wir packen unten nochmal die ganzen Details rein, was hier verbaut ist, welche Modifikationen hier genau vorgenommen wurden. Schreiben wir unten alles in die Beschreibung rein. Wir schreiben auch noch deinen Blog da rein. Dann findet ihr auch die wunderschönen fotografischen Aufnahmen, die er gemacht hat. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nicht geklickt habt, dann klickt noch auf Abonnieren oder Gefällt mir. Schreibt unten eure Kommentare rein. Wir freuen uns auf euch. Bis demnächst.